Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, damit herzlich willkommen zurück bei mir, dem Shining, der jetzt diesem Typen einen auf die Nuss gibt. Friss! Ja, ich musste hier beim letzten Mal einen Zwischencut machen, weil die Folge sonst zu lang geworden wäre. Ihr wisst ja, ich habe so ein 20-Minuten-Limit ungefähr. So, ich werde wieder geblitzdingst. Ich will auf jeden Fall den Schalter mitnehmen. So, jetzt kann ich das noch so mitnehmen. Und mehr brauche ich nicht. Ich kann die direkt verbrutzeln. So, Pergamacht! Brennt! Feuer gegen Blitz, was ist stärker? Feuer natürlich, hallo? Direkt weggebraten. Aber die Pergamentons helfen mir nicht gegen die da oben. Ich muss einmal kurz ein bisschen... Oh, jetzt kommen die runter. Okay. Achse hoch und drüben runter. Was für eine eigenartige Handlung. Mir schwand, da kommt was auf uns zu. Ich mache mal sicherheitshalber, damit die mich ein bisschen heilen. Oh, Keule Eisenstiefel. Da war das, was ich haben wollte. Okay. Ich weiß nicht, will ich dahin? Ich lasse das mal so. Irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Beobere das Einfeld zurück und setze dann einen Fallkreis ein, um sie zu besiegen. Ja, ich brauche doch höchstwahrscheinlich das Erdpergamenton. Ich nehme mal den Glitzerwurfhammer und versuche auch mal springen. So, erst werfen. Exzellent sogar. Pam. Und das tut mir nur weh. Aua. Das war auf jeden Fall ein Blitz. So, ich will das Erdpergamenton. Ja, toll. Ich denke mal, so zeigen sie mir den Weg schon an. Den kleinen hier nehme ich mit. Okay. Nee, so würde das nichts werden. Ich gebe mir mal ein bisschen mehr Zeit. Okay, wir wollen ja da hinten runter. Wir könnten das so drehen. Scheint schon zu funktionieren. Dann das so. Und dann machen wir doppelte Angriffskraft darauf. So, jetzt kann ich hier mit dem sagenhaften eine überbraten. Exzellent, ich habe sogar beide getroffen. Und jetzt habe ich mein Erdpergamenton zurück, was ich auch brauchen werde wahrscheinlich. Nur da das so frimmelig ist,
gebe ich jetzt immer 100 aus, damit ich den Weg sehen kann. Weil diese Art von Kämpfe sind wirklich zum Kotzen. Nein. Ich will ja eh das Erdpergament nur haben. Muss nur so gedreht sein, dass ich zum Erdpergamenton komme. Ja, das mit dem Kreis, das weiß ich schon. So, die Pergamacht. Hier kommt die Macht des Felsens. Das dürfte doch funktionieren, oder nicht? Das hat super funktioniert. Ich habe sogar den anderen damit umgebracht. Ah, das trifft mich auch da oben. Ich glaube, Feuer wäre besser gewesen. So, wie bekannt, ich bin faul. Ich habe keinen Bock zu denken. Okay, da können wir was zwischenmogeln. Nämlich einmal das. Und dann noch die Pergamenton. So, jetzt haben wir Feuer da. Jetzt kriegt der richtig hart Feuer ins Gesicht. Pergamacht! Spür die Macht des Feuers! Jetzt wirst du weggebraten. Ja, Feuer wäre gerade eben echt besser gewesen. Und ich weiß, dass ich nicht mal ein winzigen kleines bisschen irgendwie Plus gemacht habe, Leute. Ich weiß das. Oh, Buster Junior hat uns noch eben schnell eingesammelt. Nett. Vorzüglich, Mario. Diese biestigen Blitzkanonen schockieren so schnell keine unschuldigen Hofhexer mehr. Hurra, und wir können nun endlich in die Festung hinein und die grüne Luftschlange lösen. Hey, und meinen Papa retten, das ist das Wichtigste. Ja, das machen wir auch. Aber erst... Zack. Das ist wichtiger. Hier auf der linken Seite ist doch bestimmt auch was versteckt. Ja, ich sehe da ein Loch. Das war ein tolles Versteck. Ist da oben vielleicht auch noch was? Da oben ist auch ein Block. Wie komme ich von hier aus dahin? Von hier aus? Da drauf? Nee, klappt nicht. Komme ich von hier aus vielleicht irgendwie da hoch? Kann ich vielleicht von da oben einfach links lang gehen? Ja, kann ich. Sumo Bruder, Bosswolke. Ja, toll. Moment noch, mir ist ein famoser Einfall gekommen. Sekunde nur. Herr gehört. An alle Schergen im Dienste seiner Unerträglichkeit. Des großen Bowsers. Der widerborstige Fallposten vor dem Festungstor wurde in die Flucht geschlagen. Lass Rechen und Kehrblech liegen, die Zeit für Taten ist gekommen. Begebt euch alle zur Festung und schließt euch Mario an. Gemeinsam werden wir den König befreien und seinen schlechten Ruf wiederherstellen. Es liebe Bowser, seine Ruchlosigkeit! So, das hat Spaß gemacht. Ich konnte seine Giftigkeit ja einmal vorschlagen, den Morgenappell auf dem Festungshof anzuleiten.
Auf die Schergen warten, du spinnst doch. Wir gehen jetzt da rein und zwar sofort. Los, alle mir nach und wehe, einer meckert. Ist beliebt, junger Herr. So ist das Atlas des eifrigen Dieners. Stets mit Achtes, doch stets hundertprozentig im Recht. Ich kenne das Gefühl. Ich bin in Bowsers Festung. Aber dieses Mal nicht, um Peach zu retten. Das ist irgendwie ungewohnt. Schreitet mit Bedacht. Und gewiss verstecken sich die Fallschergen auf raffinierste Art. Ein Raum könnte voll perfekt getarnter Bösewichter stecken. Seid auf der Hut, denn sie könnten sich auch trickreich zu verbergen. Okay. Die verbergen sich null. Die hauen sich den Magen voll. Hallo, Scheuße, alle. Ich traue meinen Augen nicht. Wie sie da sitzen und wellern, schlagen sich die Wände voll auf des Königs guten Porzellan. Eine zünftige Mahlzeit. Käme mir nach dem Bahnsport ja irgendwie auch ganz recht. Wände und Porzellan sind mir egal. Ich rette jetzt meinen Papa. Ja, da flüchtet er. Seht nur die grüne Luftschlange mitten ins Obergeschoss hinein. Falschhängig, ich bin's. Stellt sofort das Spacht hinein. Habt ihr gehört? Da wird ein Glatt gestrichen und die Teller weggeräumt. Und wenn auch nur ein Krümel liegen bleibt, dann... Ja, den Krieg hast du angezettelt. Waren das vorher auch schon so viele? Vielleicht hätte ich doch bitte sagen sollen. Jetzt kommen die Schergen und helfen. Aber rennen uns erstmal platt. Aha, wir sind gerettet. Gut, dass ich im weiser Voraussicht unsere Schergen mobil gemacht habe. Jetzt oder nie, sputen wir uns, ehe dem jungen Herrn noch etwas widerfährt. Kann ich mich einmischen? Ich kann mich einmischen. Ich überspringe aber trotzdem. Ja, wie ist der Hammer, Bruder? Oh, ich kriege Geld dafür, wenn ich denen helfe. Ja, komm, dann mache ich eben kurz die Kämpfe. Leute, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mal eben kurz die ganzen Fallschergen hier umniete. Weil ich kriege bei jedem 1000 Gold. Falls ihr euch fragt, was das Besondere an den Kämpfen ist, ganz einfach. Ich zeige euch ganz kurz. Dass da auch noch die Bowser-Schergen mit bei sind, die man nicht angreifen soll. Das ist aber auch das einzig Besondere. Also, wir sehen uns, nachdem ich alle bekämpft habe in der ersten Etage. So, Leute, der letzte Fallscherge. Es hat nicht bedingt jeder Geld gegeben, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe 6000 plus gemacht und die meisten konnte ich einfach mit dem Hammer allein schon umbringen. Wir müssen auch mal nicht direkt nach oben. Ich kann hier noch ein bisschen die Sachen abholen. Sagenhafte Stiefel. Da oben der Kampf ist doch safe Pflicht. Und die haben im Übrigen alle dasselbe gesagt. Einfach nur danke. Den kann man umnieten. Den Kampf wollte ich eigentlich nicht. So, Kampf natürlich übersprungen. Das hast du gut gemacht. So, da ist noch ein Hammerbruder, den ich eben verprügeln kann. Und hier ist auch noch irgendwo ein versteckter Block. Wahrscheinlich auf dem Tisch. Hier hinten hat das Ding noch gerade eskaliert.
Erstmal den Typen verbrennen. So, das ging schnell. Da ist der Block. So, sind hier drin eigentlich Toads irgendwie? Nö. Ich muss auf jeden Fall hier bei meinen Hammern mal ein bisschen eben kurz. Den kann ich entsorgen. So. Ist das ein KP Max Plus oder? Ne, das ist generell ein Heal. Also Junior, ich komme gleich. Ich muss noch links die Treppe fixen. Die wurde ein bisschen angeknabbert. Lecker Münzen. So, Bowser Junior. Es will nicht aufgehen, das blöde Ding. Kamek, du hast doch bestimmt einen Schlüssel dafür, oder? Los her damit. Oh, den müsste ich tatsächlich haben. Allerdings nicht bei mir, sondern unten in meinem Gemach. Wir müssen die Treppe runter, dann rechts aus dem Saal hinaus. Los, keine Müdigkeit vorschützen. Okay, ich kann nicht einfach runterspringen. Fast hätte ich das Loch hier übersehen. Aber auch nur, weil die Schnur hier genau davor ist. Aber schön, dass man dafür auch belohnt wird, den Scherben zu helfen. Ja, ich muss erstmal hier Kameks Gemach besuchen. Wie sieht's denn hier aus? Jedenfalls liegt mein Gemach hinter all diesem Unrat. Irgendwie müssen wir hier durch. Bowser würde ausrasten, wenn er sieht, wie das hier aussieht. So viel Grümpel, das den Weg versperrt. Ach, wenn ich doch irgendwie helfen könnte. Moment, vielleicht, ja, wenn ich alle meine Kräfte einsetze, dann könnte ich doch. Ach nein, bedauere, mir fällt auch nichts ein. Pardon, aber ich hätte da etwas sagen, was vielleicht weiterhilft. Kamek, du bist ein Goldschatz. Oh, das war ja toll. Sowas kann nur ein echter Saubermeister. Das macht deinem Titel alle Ehre, Kamek. Tja, mit meinem treuen Zauberstab bin ich tatsächlich zu etwas zu gebrauchen. Und nun los, folgt mir. Hat er sich gerade selber als unnütz bezeichnet? Wenn auch nur dezent. Mac, du musst dich ein bisschen höher ansehen. Du könntest so viel erreichen, Kamek. So, Kamek, dein Job. Anstatt ihr unmagisches Fußvolk. Jetzt zeigt euch der große Kamek, was ein wahres Zauberfeuerwerk ist. Wahnsinn, schon wieder. Das war spitze. Sag ich doch. Du Mensch, Mensch, der Schlüssel wartet. Piep. Ach, so viel Tatenrang. Da will man ihm wirklich sofort hinterherrennen. Hä? Wo ist er denn? Ja, er hat gerade gefiept. Also denke ich mal, dass ihm nichts Gutes widerfahren ist. Kamek? Hallo? Wo bist du? Wo ist Kamek hin? Irgendwie passt das Bild nicht ganz in die Welt.
Oh je, wie unheimlich ist hier. Schnell suchen wir Kamex Kammer und danach schnell das Weite. Ist das die Kammer? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, von irgendwelchen Schergen die Kammer. Jedenfalls würde ich sagen, wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.